Hey Leute, ich bin der Jonathan und ich komme aus Kansach, für die, wo mich nicht kennt. Ich bin hier gerade in Salzburg in der homischen Base und ich mache eine sogenannte Jüngerschaftsschule. Was ist eine Jüngerschaftsschule? Eine Jüngerschaftsschule ist eine Art christliches Studium, wo man ganz konkret die Nachfolge Jesu lernt. Was lernt man hier in der homischen Base? Also, bisher hatten wir in den letzten 5 Wochen die Themen Vaterherz Gottes, Charakter Gottes und Beziehung zu Gott. Das waren bisher die Hauptthemen, die wir durchgenommen haben. Was ist das für eine Gemeinschaft hier, Loreto? Loreto ist eine neue katholische Bewegung in Österreich und sie ist sehr charismatisch, sehr eucharistisch, sehr marianisch und sehr ökumenisch. Ein großes Event von Loreto ist jedes Jahr das Pfingstfestival in Salzburg. Wer das nicht kennt, auf jeden Fall mal angucken. Ich werde auch noch gerne den Trader einblenden vom letzten Mal. Das lohnt sich auf jeden Fall, so was sehr zu machen. So, und jetzt kriege ich dir noch eine kurze Hausführung von mir, vom House of Prayer, in dem jeden Tag sehr viel Lobpreis gemacht wird, über die La Cantina bis zu unserer eigenen Fußkapelle. Bis gleich. So, jetzt zeige ich euch kurz die La Cantina. Das ist die La Cantina. Die La Cantina ist ein Ort, wo jeder essen kann. Ob er viel oder wenig Geld hat, jeder zahlt einfach das, was er gerade hat. Dann hat es gerade Mittagessen gegeben. Und wir 9 Studenten, wir frühstücken und Mittagessen. Das sind übrigens unsere Leiter, die Biene. Hallo Biene. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Genau. Und dann geht es da drüber schon weiter mit dem House of Prayer. So, das ist jetzt House of Prayer. Und so sieht es hier aus. Das House of Prayer ist eher ein bisschen ein lässiger Raum, ein bisschen gemütlich. Ist auch sehr gut zum Bibelmeditation machen. Es ist aber viel Musik oder Lobpreis, wenn irgendjemand spielt. Und es ist einfach ein Raum, wo man bei Jesus sein kann. Die Zeit genießen kann, ein Bibelstudium machen kann. So, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz die Kapelle. Die Kapelle ist eher ein runder Raum, ist sehr gut zum Bibelstudium machen, Bibelmeditation und im House of Prayer ist eher laut Musik und Lobpreis. So, ich hoffe, euch hat es gefallen, mein kleines Video, was ich euch gezeigt und erklärt habe. Ich habe vor, in der nächsten Zeit mal wieder ein Video zu machen, um euch ein paar Kleinigkeiten zu zeigen, was hier alles los ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst es mir wissen. Ciao!